Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen den Aufbau Ihrer Kühlzelle erläutern. Packen Sie zuerst die Kühlzelle aus und entfernen Sie den Transportschutz. Dem Lieferumfang liegt ein Aufbauplan bei. In diesem sind die Paneele der Reihe nach nummeriert. Starten Sie mit der Bodenplatte. Diese ist auch mit 1 gelabelt. Setzen Sie jetzt das erste Seitenpanel auf, dieses ist mit 2 gelabelt. Setzen Sie dann die nächsten Seitenpaneele der Reihe nach auf die Bodenplatte. Befestigen Sie diese mit den integrierten Verbindern mit Hilfe des mitgelieferten Schlüssels. Setzen Sie dann die Tür ein. Sie können dann das Deckenpanel mit dem Aggregat auf die Zelle setzen. Befestigen Sie auch dieses mit den integrierten Verbindern. Verbinden Sie dann die Stecker für das Überdruckventil sowie den Türkontaktschalter.